Sehr effektiv zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit ist ein gut strukturiertes Ausdauertraining auf dem Fahrradergometer, welches wir bei uns in der kardialen Rehabilitation anbieten. Bei diesem Ergometertraining haben wir die Möglichkeit, sehr individuell auf unsere Patienten einzugehen. Das bedeutet, wir können Rücksicht nehmen auf deren Diagnosen, auf Bedürfnisse oder auch ihre geleistete Leistungsfähigkeit beim Eintrittstest mit dem Arzt. Sehr viele Patienten von uns fahren eine sogenannte Dauermethode, wo sie 50 bis 80% ihrer maximalen Leistung über 30 bis 40 Minuten fahren. Eine andere Form des Ausdauertrainings auf dem Fahrradergometer ist das hochintensive Intervalltraining, auch kurz HIIT-Training genannt. Und bei diesem fahren die Patienten ein sehr hochintensives Intervall über 4 Minuten, was bei 95% ihrer maximal geleisteten Fähigkeit liegt, und dann eine 3-minütige aktive Pause in einem sehr niedrig intensiven Intervall. Dieses gesamte Training geht über 30 bis 40 Minuten und sollte natürlich am Ende der Rehabilitation auch eine Leistungssteigerung bewirken. Dieses Training stammt ursprünglich aus dem Spitzensport und hat auch nun bei unseren herzinsuffizienten Patienten sogar den Vorteil, dass es teilweise eine Verbesserung der Pumpfunktion bewirken kann. Letztendlich ist für uns von der kardialen Prävention, Rehabilitation und Sportmedizin sehr, sehr wichtig, dass unsere Patienten während des Programms profitieren und natürlich anschließend bei ihrem aktiveren Lebensstil viel Freude haben und auch sich sicher im Beruf, Alltag und bei sportlichen Aktivitäten fühlen.